Hallöchen und herzlich willkommen bei Mario Kart 8 Online. Ich bin Nice Gaming und vielleicht hört man schon, ich bin übelst erkältet. Aber das kann uns jetzt mal egal sein, denn wir fahren erstmal fett in den Busch. Denn willkommen zurück zu einer neuen Runde Mario Kart 8 Online, die ich jetzt ganz spontan heute aufnehmen muss, weil morgen kommt sie schon raus. Das heißt, ich nehme das ja einen Tag bevor aus auf erst. Normalerweise habe ich eigentlich mehrere Folgen schon. Aber dafür konnte ich auch auf einige Kommentare eingehen, zum Beispiel auf den von Demoncraft LP oder Demoncraft LP. Ich nenne dich jetzt einfach Demoncraft LP. Berichtige mich in den Kommentaren, wenn ich es falsch ausspreche. Und zwar hatte er sich gedacht, ich könnte ja vielleicht ein kleines Q&A machen. Also ihr schreibt mir in den Kommentaren Fragen, die ihr an mich habt, und ich erwähne die dann in der nächsten Folge. Wenn ich es schaffe, wenn ich nicht irgendwie zwei am Stück aufnehme oder so. Ich werde sie auf jeden Fall alle erwähnen. Und ja, der Demoncraft an sich hatte... er hatte zwei Fragen an mich, aber vorher eine Sache noch. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, das könnt ihr eigentlich noch gar nicht gesehen haben. Wir haben die 3000 Punkte inzwischen. Habe ich heute Morgen im Livestream geholt. Der Frühstücksstream, wer nicht gesehen hat, hat einiges verpasst. 24 Stunden Livestream wird auch noch kommen, aber das dauert erst noch einen Augenblick. Tja, irgendwie läuft es gerade nicht. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich auf jeden Fall und gesagt. Beides in einem, die beiden Ticks, die ich im letzten Part erwähnt hatte. Oder vorletzten? Im letzten, ne? Ja, noch im letzten. Also, die beiden Fragen von dem lieben Demoncraft. Als erstes, wie bist du auf YouTube gekommen? Oh, Alter. Also die erste Frage ist, wie bist du auf YouTube gekommen? Leck mich. Also das war so, 2006 war das, da hat mir ein Freund YouTube gezeigt. Broadcast Yourself war das Motto und er hat gesagt, er hat da auch einige Videos schon, das ist ganz lustig und dann soll ich es mir mal angucken. Habe ich mir angeguckt und damals war YouTube natürlich noch nicht so, da waren noch nicht so awesome Videos wie heute, hier Let's Plays und so. 2010 habe ich dann das erste Let's Play gesehen und zwar war es natürlich, was auch sonst, Minecraft, aber Überraschung, nicht von Gronkh. Nein, von einem anderen YouTuber, der heißt Austrian Minecraft, in Minecraft das ist der AN500. Das war das erste Let's Play, was ich gesehen habe, es war von Minecraft. Und dann habe ich 2012 meine ersten Videos gemacht mit Minecraft. Hab dann hinterher das Gronkh Let's Play alles einmal durchgesaust, aber hier 3026 Punkte, aber es war so, dass ich immer nur die Flash-Version gespielt habe, weil meine Eltern wollten nicht, dass ich das mir kaufe und irgendwann habe ich es mir dann doch gekauft und seit 2014 kommen auch endlich mal professionelle Videos von ganz vielen anderen Spielen auch und so bin ich auf YouTube gekommen und dann wollte der Demoncraft noch etwas wissen, was ich jetzt leider gerade, oh scheiße, dann habe ich tatsächlich gerade, habe ich den Kommentar gerade weggedrückt. Moment, da gehe ich mal eben schnell auf YouTube gucken, bevor das Rennen hier anfängt, komm schon, ich schaff das. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Noch hat's nicht angefangen, Leute. Moment. So. Tut mir leid, Demoncraft. Die zweite Frage habe ich irgendwie. Da. Denkst du, dass du irgendwann Geld mit YouTube verdienst? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Das ist mir aber auch eigentlich egal. Ich mache das nur wegen Spaß und nicht wegen Geld. Und deswegen, ja, nee, ich denke es nicht, es sei denn, es kommt irgendwas und so eine, plötzlich so eine Abo-Welle und dann habe ich plötzlich ganz viele Abos. Natürlich würde ich es nicht ablehnen, da ein bisschen Geld mitzumachen, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt irgendwie kein Geld, ach leck mich doch, wenn ich jetzt kein Geld mehr bekäme, würde ich es trotzdem weitermachen, da würde ich nicht irgendwie beleidigt in der Ecke rumstehen und dann einfach sagen, nö, hab keinen Bock mehr auf YouTube, ciao. Sondern das wäre mir eigentlich ziemlich schnuppe. Und diesmal sind wir nicht hier runtergefallen, Glückwunsch an uns. Und ja, das waren die beiden Fragen von ihm. Also sowas Ähnliches könnt ihr auch stellen. Ihr könnt auch Fragen zu meinem Privatleben stellen. Das ist mir eigentlich völlig egal. Ich werde sie eigentlich fast alle beantworten. Es gibt manche Ausnahmen und echt, das mit dem Schnupfen hier kommentieren geht gar nicht, ihr merkt das schon. Es tut mir auch wirklich leid, aber morgen kommt eine Folge und ja, am Donnerstag kommt ja erst die nächste, scheiße, das habe ich nicht gesehen. Am Donnerstag kommt ja erst die nächste, deswegen
Passt doch schon, bis dahin werde ich wieder gesund sein. Ich glaube, ich habe die rote gerade darunter gelockt. Ach, fucking Thromp, ey. Diesmal läuft es wieder nicht so gut, aber diesmal war auch eine sehr starke Gruppe, weil ab 3000 Punkten bekommt man ja andere Gruppen zugewiesen. Also jede Tausender bekommt man ja andere Gruppen zugewiesen, die dann ungefähr in deinem Bereich sind. Aber wir halten uns doch auf dem dritten Platz hier. Wow, das war knapp. Boah, meine Nase ist so zu, Leute. Er ist unfassbar. Alter, was war? Ach ja, komm auf. Ich kann schon gar nicht mehr heulen, da muss ich gleich husten, ey. So, also ich bin übrigens stark am Überlegen, aber das mache ich wahrscheinlich nicht, ob ich vielleicht ein bisschen Euro Truck 2 ein bisschen streamen mal soll, aber ganz ehrlich, wieso? Braucht keiner. Und ja, also die nächsten Let's Plays, die nächsten Projekte, die kommen werden, sind Octodad, The Deadliest Catch, Super Smash Bros. U. Am 20. März, falls ihr es auch noch nicht wusstet, am 20. März kommt Mario Party 10, da werde ich natürlich auch LP'en. Und Mario Maker, der wird aber frühestens April rauskommen, also dauert noch. Ich muss mal hier richtig hinsetzen, Alter. Ist doch... viel Glück. Ja, dir auch, Demond. Alter, was ist das denn da für ein Mädchen in der Mitte? Seht ihr das neben mir? Links neben mir? Neben meinem Mii? Was ist das? Und da rechts, das mit dem gelben T-Shirt. Wer macht sowas denn bitte, ey? Wer quält denn sein Mii so? So, die Strecke hatten wir gerade schon, also als ich zugeschaut habe, die Runde, bevor ich aufgenommen habe hier. Da sind sie die Strecke schon gefahren, die mögen sie anscheinend. Der Weeto, da links, der wurde erster. So, jetzt geht's aber los hier. 3, 2, 1, los! Halt doch deine Maul. Ja, halt doch deine Maul. Das ist beste Deutsch. So, mehr Themen hatte ich eigentlich auch nicht parat. Deswegen jetzt noch ein bisschen kommentieren hier. Das Rennen. Wenn mir noch was einfällt, werde ich dazu natürlich noch was sagen. Ja, weiterhin auch eure Meinung, was soll ich für Themen ansprechen in den nächsten Part, schreibt mir in die Kommentare. Oh, das haben wir gut. Oh, da haben wir gleich von drei Pilzen zu den nächsten drei gewechselt. Das war ganz gut. Oh, ich habe gedacht, jetzt fahren wir voll dagegen. Aber haben wir nicht. Ich denke mal, dass der Weeto erster sein wird. Oder er hier gerade auch. Der kennt die Strecke einfach so gut wie kein anderer. Nein! Ah! Drecksack. Und dann ist er noch ein Pilz. Der fette Sack, ey. Der fette Mario. Oder? The Quackjack. Ich bin Elfter. What the hell? Ich war jetzt heute Morgen im Livestream auch richtig schlecht. Falls der eine oder andere zugeschaut hat. Das war miserabel, was ich da abgeliefert habe. Und was ich hier abliefere, ist noch schlimmer als alles andere, was ich bisher jemals gefahren bin in MK8. Also das ist wirklich ja super, ein Goldpilz. Dankeschön. So, ein Goldpilz wirkt auf Zeit, das ist das Gute. Deswegen kann man ihn. Ist egal, wie oft man ihn braucht. Und das war jetzt ein Glück. Und jetzt gehen wir nochmal drei Pilze. Das ist sehr, sehr schön. Ah, und dann hat der Pilz in dem Moment nachgelassen, oder was? Ja. Egal, sechster bleiben wir. Wir driften mal nochmal an Demon vorbei. Kriegen drei Pilze. Der Penner aber auch, weil er einfach der Sweatmaster Toad ist. Wow, Alter. Jetzt sind wir irgendwie auf Platz 7 gelandet. Ich weiß nicht wieso. Komm schon. Ach, zu weit geworfen. Ach, eine rote. Und dann landen wir plötzlich auf Platz Nummer 8. Tja. Kriegen wir aber noch plus 4 Punkte. Das ist aber schön.
ist die Gruppe so stark. Und der Relay gerade, dass der unter 1000 Punkte hat, war ja klar. Wer so eine Scheiße fährt, muss auch bestraft werden. Ja, boah, meine Nase. Oh, hoffentlich wird das besser bis zum Donnerstag, weil das Cube Let's Play habe ich ja schon vor Monaten aufgenommen. Das ist ja relativ egal mir eigentlich. So. Eine interessante Geschichte von gestern. Ich war ja mit Freunden Fußball spielen. Oh, ja! Ich war ja mit Freunden Fußball spielen und habe ich einem Kollegen eine Zahl rausgeschossen. Und der hat, Alter, 7000 Punkte, wieso fährt der hier mit? Alter, 6000 Punkte, was ist los? Naja, auf jeden Fall hat der einen seiner Backenzähne verloren, dank mir. Letztens habe ich auch im Fernseher von einem Freund runtergeschmissen, also ich bin sehr chaotisch. Obwohl man zugeben muss, das mit dem Fernseher weiß ich unbedingt allein meine Schuld, also... Ja, das mit dem Backenzahn. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Was kann ich dazu? Wenn ich beim Elfmeterschießen nach links schieße, er springt nach links. Und dann kriegt er den Ball halt voll in die Fresse, aber das ist es ja wert. Hat er den Ball wenigstens gehalten, ne? Muss er ja entscheiden, ob er sich so krass schmeißt oder nicht. Oder? So, das ist jetzt Strecke Nummer 4 und jetzt will ich auch, komm, ich war in einem Park bisher immer einmal Erster in jedem. Aber hier fahren aber auch die Babos mit, ey, das ist unfassbar. Aber die Items habe ich auch manchmal das Gefühl, die sind auch furios oder sowas, weil das ist ja echt. Naja, wir werden die 9999 Punkte schon schaffen. Jetzt bin ich ernsthaft an dem Ding vorbei, Alter. Ah, dafür haben wir die Münze gegrabt. Grab the coin. So, jetzt erwischt es den Strali oder wie er heißt. Ach, wenn das jetzt die letzte Runde gewesen wäre, ich wäre so zufrieden gewesen, ganz ehrlich. Nein! Oh, wenn die jetzt hier abgeprallt wäre, dann hätte die mich erwischt, ey. Komm schon, Quackjack. Och, jetzt krieg ich nur so eine Scheiße hier. Da kann ich doch nichts mit anfangen. Ah! Und dann noch gegen die Banane. Letztes Item, letztes Glück vielleicht. Oh mein Gott, hätte er jetzt nicht diese scheiß Banane, wa? Zweiter ist auch okay. Gut, das war's für Mario Kart 8 dieses Mal. Wir haben ordentlich Punkte gesammelt. Und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.